Hi, liebe Leute, ich bin's Marc und ihr seht, der erste Schnee ist auch im Hochsauerland angekommen. Ich habe jetzt zwei Videos, die ich im letzten Winter gefilmt habe in meinem Mini-Kanal, wo die nur ein paar hundert Klicks bekommen haben, hochgeladen. Das habe ich jetzt mal neu für euch zusammengeschnitten, dass ihr motiviert seid, auch bei Kälte, Schnee, Frost schön biken zu gehen, an der Fahrtechnik zu arbeiten. Und genau, das ist einfach eine Motivation für euch und ja, habt Riesenspaß dabei. Hier die beiden Videos. Liebe Leute, schweres Bike den Berg hoch. Also, wir sind jetzt mitten im Winter. Das nutze ich, den hart gefrorenen Boden, um schön Trail zu fahren. Ich bin aber in letzter Zeit nicht ein schweres Stahlrohr gefahren, sondern entweder mein Hardtail, mein Einrad, die leichter, oder ein E-Bike zum Pendeln zur Arbeit oder für ein Fotoshooting. Und das war zwar noch schwerer als dieser Eisendrahthaufen, den ich jetzt hier die Siedlung hoch wuchte, hat aber einen Motor. Viele denken ja, das wäre ein Motor, ist aber eine Schaltung, die ich seit 2003 fahre, das ist die Roloff. Und ja, hilft mir mit einem leichten Gang. Weil das Fahrrad so schwer ist, habe ich von Anfang an die 14-Gang-Schaltung, damit ich vorne ein Kettenblatt früher dann natürlich mit Kettenführung beim Downhill und so fahren kann. Und mache mir jetzt hier einen leichten Gang rein, mal den ersten. Und so, erster Gang sitzt und da oben will ich hin. Asphalt ganz kurz, dann geht es auf den Schotter. Dämpfung habe ich jetzt auch nicht blockiert oder so. Und das sind diese fiesen kleinen Steinrampen. Also seht ihr schon, ihr merkt das aus der Kameraperspektive. Ich hänge weit vorne auf der Sattelspitze, Gesicht runter, damit mein Vorderrad am Boden bleibt. Oh, jetzt geht es auch noch über Eis. Oh, das ist natürlich nett. Ich suche mal eine andere Linie. Ja, hier ist besser. Und es ist sehr steil. 20 Kilo, ich bin nicht sonderlich gut trainiert. Denk nicht, ich will mich hier rühmen. Sitze am Tag im Büro. Jetzt im Winter viel. Oh, hier ist aber Eis. Hier ist ja nur Eis, okay. Boah, scheiße. Da muss ich drum herum fahren. Warum wiegt mein Bike denn so 20 Kilo? In einem anderen Video erzähle ich euch mal die ganze Story von dem Fahrrad. Aber jetzt mal Kurzversion. Es sollte stabil sein damals. Den Lenker hatte ich von meinem Dirtbike aus Stahl. Angst vor Lenkerbrüchen, die ich live miterlebt habe bei anderen. Die Kurbeln waren auch von meinem alten Bike. Ich habe Downhill-Schläuche drin, weil ja, ich hatte auch keinen Bock auf Platten. Und das ist alles aus Stabilität. Die Rodorf ist auch nicht so leicht wie Single Speed, sagen wir es mal so. Und deswegen 20 Kilo. Aber 36er Blatt vorne, das heißt 14 Gänge, erster Gang ist so leicht. Ich komme ja auch die steilen Berge hoch, bin damit auch schon ein paar Rennen gefahren, zum Beispiel Cross Country Rennen bei 37 Grad in Saalhausen, Marathon, die kleine Runde, 45 Kilometer. Ich war damit auch auf einem richtigen Berg, das war der in Steiermark. Ja, und sonst habe ich halt zum Beispiel bei einem Downhill-Rennen in Oberberg, also im Winter-Downhill-Cup, bin ich einmal hochgefahren. Haben die anderen auch geguckt. Also auch ein schweres Bike will mal schnell hochfahren. Und jetzt gerade nicht steil. Man hat noch ein bisschen Aussicht. Und ich gehe mal kurz in den roten Bereich. Und dann wieder chill. Es wird erstmal steil. Der Puls geht hoch. Oh, wo ist mein E-Bike? Fuck. Das E-Bike wiegt 23 Kilo. Das hier 20. Tja, den Unterschied macht der Motor. Ah, fuck it, ey. Turbo, Turbo. Man muss auch im Winter ein bisschen leiden können. Und auch den Grip bewahren. Oh. Vorderrad am Boden. Hinterrad mit Grip. Ich sterbe. Komm mal. Ha! Weggerutscht, scheiße. Ich glaube, das hätte ich schlecht geschafft. Ja. Ha. Komm, wieder drauf, komm. Komm, wieder drauf. Komm, bis zum Kreuz fahren. Also, Gesicht nach vorne. Traktion suchen. Fast. Am Kreuz.
ein Wanderschild. 701 Meter über dem Meeresspiegel. Fuck it! So, die letzten Meter. Und die Aussicht genießen. Der Olsberg. Unendliche Weiten. Und da sind wir. Danke, Polko 20 Kilobike. Danke, Rudolf. Ein letzter Blick ins Tal. Es hat angefangen zu schneien. Ich bin hier oben auf dem Olsberg. Die Handwärmer sind am Fahrrad. Es geht jetzt in die Abfahrt, in den Singletrail. Die Handwärmer von Bike Pogies kennt ihr aus meinen anderen Videos. Und ja, jetzt gucke ich mal, dass ich in die Abfahrt gehen kann und genieße halt den Trail. So, hier sehe ich die Spuren der Biker und folge denen mal. Das ist im Schnee immer so eine Sache. Ja, okay. Gut, ein Stück weiter gehen. Da geht der Trail weiter. So. Also. Könnte ich ja fast ein Fatbike nehmen, so viel Schnee liegt hier oben. Gut. Also, mal gucken, was hier kommt. Okay, oh. Einmal die Kurve verpasst. So, in die Handwärmer rein. So, so nach ein bisschen anfänglichen Störungen, da lag ein kleiner Baum. Nach dem Sturm normal, geht jetzt in den Trail und der ist halt immer so eng hier. Das ist auch im Sommer so, weil das einfach zuwächst hier. Jetzt ist zwar ein offizieller Wanderweg. Da bin ich echt froh, dass ich mein altes Bike genommen habe. Das hat noch einen schmalen 720er Lenker oder so, ich weiß gar nicht. Dann komme ich hier noch gut durch. Ja, im Sommer nie ohne Handschuhe hier fahren, weil die Bäume immer einen gegen die Hand gehen. Also die Spuren zeigen, ich bin nicht der erste Biker, der in dieser Winterepisode hier ist, hier war. So, also, ich habe den Sattel unten. Hui. Ich habe den Sattel unten, weil ich in die Abfahrt will. Ja, liebe Leute, irgendwie, ich weiß nicht, meine Kamera spinnt ein bisschen, geht andauernd aus. Vielleicht liegt es an der Kälte. Ja, ich guck mal, wie lange sie jetzt noch hält. Und die Abfahrt macht Spaß im Schnee. Man muss aufpassen mit der vorderen Bremse und ja, ich war jetzt Fatbike, ein bisschen Schneeerfahrung habe ich diesen Winter schon gesammelt und war ja auch schon lange. Uiuiui, macht auf jeden Fall Spaß. Und man sieht, hier waren auch schon andere unterwegs. Hui. So, hier oben ist ja noch richtig Winter Wonderland. Im Tal ist es eher wenig Schnee. So, okay. Und ja, also mein 2003er Bike federt alles gut ab. So, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe zwei Ersatzakkus reingemacht, es ging aber immer aus, woran es liegt. Jetzt kommt der steile Part und ich muss gucken, wo ich Grip habe. Und ja, macht eine Menge Spaß. Tut mir leid mit der Kamera, ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil Ersatzakku, vielleicht ist es die Kälte. Und ich gucke einfach immer, wie lange es anbleibt. Ja, man sieht die Wurzeln nicht unterm Schnee. Oh, und die Strecke. Doch, hier geht's lang. Hier geht's lang. So, falls die Kamera sich direkt wieder verabschiedet, verabschiede mich auch schon mal. Ciao. Ich bin jetzt hier wieder im technischeren Teil des Trails. So, die Kamera geht schneller aus, immer schneller aus. Ciao, Leute. Abonniert unseren Kanal. Ich genieße die Abfahrt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Oh, einmal aufpassen, aber... Krass! Fahr doch mal draußen. Ist doch geil, draußen zu sein. Und ja, da kann ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und ich fange bei euch an. Hi, hier ist Marc. Ja, ich nehme euch heute mit. Und zwar geht es um das Thema, was verpassen die ganzen Radfahrer, die bei Winterwetter ihr Rad im Keller stellen. Und ich bin heute hier auf meiner kleinen Morgenrunde unterwegs. Es hat geschneit, aber es ist jetzt nicht so total kalt, vielleicht so 0 bis 1 Grad. Und ich möchte euch mal zeigen, was man Spaß dabei hat und vielleicht auch alle überzeugen, das auch zu machen. So, wundert euch nicht, dass ich keinen Helm anhabe. Die Kamera ist am Helm. Deswegen beim Fahren habe ich natürlich auch, wenn ich euch was erzähle, setze ich ihn mal kurz ab. Und
Ja, also, es ist jetzt hier wirklich sehr verschneit, immer noch. Und relativ tiefer Pappschnee. Das ist sehr anstrengend zu fahren, aber echt ein gutes Fahrtechniktraining. Und ich habe jetzt nur, was heißt nur? Ich habe nur mein Hardtail. Das nehme ich halt für solche Einsätze sehr gerne im Winter, aber ich fahre es auch sonst gerne. Und dann habe ich einfach nicht das Problem, dass ich irgendwie die Lager oder irgendwas bei einem Fully mit dem Salzmatsch, mit dem Schnee irgendwie zu stark belastet werden. Also mein Fully steht zu Hause und ich nutze jetzt einfach mein Hardtail. Ist auch wieder, wie gesagt, ein gutes Fahrtechniktraining. Was ich natürlich mache, ich fahre hier meine gefederte Sattelstütze. Die fahre ich an allen Hardtails, also auch am Fitnessrennrad. Und ja, mein Roloff, Nabenschaltung, 14 Gänge fahre ich auch an fast jedem Rad. Also, durch den Tiefschnee zu fahren, ich suche natürlich eine Spur, wo es relativ guter Grip ist. Vielleicht da, wo schon Leute gegangen sind. Wenn ich in den kompletten Tiefschnee einsinke, dann schwimmt mein Rad noch mehr. Aber wie gesagt, ich sehe es positiv für die Fitness und fürs Fahrtechniktraining. Und ja, wenn ihr noch ein Hardtail zu Hause habt, dann macht es doch mal fit und fahrt bei jedem Wetter. Schnee ist natürlich ein bisschen angenehmer als totale Matsche, weil du dann nachher, wenn du sauber machst, wow, einmal hier kurz von der Spur gekommen. Wenn du dein Rad zu Hause sauber machst, ja, bei Schlamm, Matsch hast du halt natürlich überall die Sandkörner und es ist sehr aufwendig zu putzen. Und im Schnee hast du im Grunde ja nur Wasser am Rad, was du entfernen musst und danach alles trocknen, die Lager, den Antrieb pflegen. Das ist natürlich ja eigentlich relativ wenig Aufwand. Also wenn Schnee ist, nicht nur an Schlittenfahren denken, an Skifahren, schnappt euch mal euer Rad. Ja, das geht auch mit normalen Reifen im Schneefahren. Ein Fatbike hat bei manchen Untergründen Vorteile, vor allem wenn man so wenig Luftdruck fahren kann. Aber ja, wenn ihr eins habt oder wenn ihr jetzt eher eins haben wollt und euch holen wollt, dann ist ein Fatbike was richtig Geiles. Aber wow, schon wieder hängen geblieben. Denkt nicht, dass irgendwie Fatbikes jetzt die einzigen richtigen Winterbikes sind. Wir waren auch schon vor 15, ach noch länger, vor ewigen Jahren mit unseren Mountainbikes im Schnee fahren. Einige Kollegen machen jetzt gerade sehr viel Rennrad auf der Rolle. Ist auch mal eine Abwechslung. Aber ich sage halt den Leuten, ey, fahr doch mal draußen. Ist doch geil, draußen zu sein. Und ja, da kann ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und ich fange bei euch an. Also, ein normales, günstiges Hardtail reicht völlig aus. Und ihr könnt euch gebraucht eins kaufen, neu eins kaufen. Wenn ihr keins habt, so ein Zweitbike zu haben, ist immer gut, wenn das andere vielleicht mal gerade im Service ist. Kurzer Halt. Ja, da links seht ihr, die Berggipfel sind in den Wolken. Es ist so leichter Regen. Da oben ist dann halt Schnee. Der Stüppels sieht man drüben nicht. Klar hat nicht jeder Schnee. Aber wenn es mal da ist, dann müsst ihr natürlich die Gunst der Stunde nutzen. Ja, also diese Ruhe im Wald ist natürlich super angenehm. Ihr könnt es hier sehen. Noch ist alles verschneit. Also wie gesagt, es regnet, dann wird es schon weniger. Aber es ist einfach sehr schön, das zu genießen. Ihr könnt natürlich auch einfach einen Waldspaziergang machen. Aber wenn ihr familiär, beruflich, was weiß ich, eingebunden seid. Ich mache jetzt auch gerade nur eine kurze Morgenrunde. Dann ist es einfach schön, diese Verbindung, sich mal kurz auszukotzen hier, mal richtig Gas geben im Schnee und trotzdem auch die Natur genießen zu können. Und ja, für mich geht es immer noch bergauf und ich bin immer noch in Vorfreude auf die erste Abfahrt. Also ich hatte eben schon was zum Rad erzählt. Klar, die Nabenschaltung ist schön unempfindlich, also super bei Winterwetter oder immer, auch zum Pendeln. Also 2003 fahre ich Roloff. Jetzt nochmal hier spezifisch was zu der Federstütze. Das ist von Santur eine Parallelogramm-Federstütze. Und ja, die federt halt sehr schön. Und der Vorteil ist halt, wenn ich jetzt unter dem Schnee immer diese ganzen Hubbels habe, hier auch gerade beim Bergauffahren, wenn ich im Sattel sitze, dann gibt es mir Komfort und ist angenehmer. Ja, und das ist auch interessant im Winter, wenn man dann halt alles verschneit hat, mal die Locations aus dem Sommer mit anderen Augen zu sehen. Also hier ist halt ein Drop-Off. Ja, liebe Leute, liebe Kollegen auch im Büro, schaut mal, was ihr verpasst. Einfach hier diese tolle Winterlandschaft. Und gleichzeitig habe ich einen guten Workout und trainiere auch die Koordination, das Reaktionsvermögen. Hört euch mal den Sound an.
der pappige Schnee. Also es ist schön, der Erste zu sein, der Spuren macht. Heute aber auch sehr anstrengend. Also ich fahre eine hohe Trittfrequenz, um hier weiterzukommen. Erster Gang, vorne ein 36er Blatt, also mit der Rohlauf hinten, damit ich wirklich einen leichten Gang treten kann. Ja, es hilft mir einfach, den Grip zu halten. Mega kraftbetont würde hier nicht gehen. Jetzt wird es hier tricky. Tiefer Schnee. Gut, habe ich die Spur wieder gefunden. Yes, oh. Gut, dass meine Sattelstütze gerade gefedert hat bei dem Schlagloch, was ich da noch bekommen habe. Ah ja, mit Schneeketten, ja. So ist das also. Also es ist einfach ein super gutes Training für die Matsche, weil es ist dieses Reaktionstraining. Die Räder schmieren oft einfach aus dem Nichts weg, gerade wieder. Und man muss dann halt gut reagieren, ausgleichen, gegebenenfalls einen Fuß raus mit Flat Pedals. Und Vollgas! Yee! Und Slide, Slide, Slide. Oh, in der Traktorspur immer noch, weil die mittlere zu tief ist. Okay. Also hier geht es jetzt in den Trail rein und durch den Wald dann und dann auf die Rodelwiese. Den Trail bin ich letztens mit dem Einrad gefahren, also das verlinke ich euch gerne mal. Das Video, was ich da dabei gemacht habe. Jetzt mache ich den Sattel ein Stückchen tiefer. Einfach damit ich noch mehr Reaktionsbereitschaft habe. Ab geht's in den Trail. Also langsam fahren. Okay. Gerade noch so um die Kurve rumgekommen. Ja. Yeah. Hier geht der Trail lang. Okay. Hier ist jetzt Schnee nicht tief. Wir sind hier im Fichtenwald. Ja, liebe Leute, Thema Wiesen und so ist natürlich klar, dass ihr da bei normalen Bedingungen nicht drauf fahrt. Aber jetzt bei dem Tiefschnee, das ist ja das Geile, kann man mal auch mit dem Bike eine Wiesel runterpowdern. Es wird relativ tief, der Schnee, also mal gucken, mit dem Einrad schon häufig gefahren, mit dem Bike noch nie. Okay, und im Tiefschnee. Einmal kurz sauber machen. Oh, krass, ist ja auch witzig. Da unten kommt ein Zaun, 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 Zaun. Kleine Stufe. So, hier sieht man meine Spur. Neben den Rodelspuren. Ich kam da aus dem Trail vom Wald. Ja, und hatte eine Menge Spaß. Vorher habe ich mich ganz schön gequält, als ich überhaupt nicht vorankam bei dem tiefen Schnee und musste trampeln wie ein Blöder. Gutes Training. Ich packe euch unter das Video mal ein paar Links. Ich war mit dem Leo Karst Skibiken, da hat er ein schönes Video gemacht. Das verlinke ich euch, weil da ging es dann mit Kufen und nicht mit normalen Rädern durch den Schnee. Und noch ein Video, wo ich mit Leo hier den gleichen Trail, die gleichen Stellen wie gerade gefahren bin, bei normalen Bedingungen mit dem E-Mountainbike. Und das Drop-Video noch und ein paar kleine Sachen, damit ihr noch ein paar Eindrücke habt hier. Und steigt das Rad, genießt das Wetter, genießt. Ich hoffe, die beiden Videos haben euch gefallen. Wenn ihr für eure, sag ich mal, gemütlichen Stunden daheim noch was Lesestoff braucht, ihr kennt ja vielleicht mein Mountainbike-Fahrtechnikbuch, auch super als Weihnachtsgeschenk, haha, Werbung-Modus an. Und immer mal schön, online habe ich viele Tipps, aber mal es in der Hand zu halten. Wie gesagt, okay, Werbemodus aus. Und dann genießt den Powder.